nachher 50 Männer, die nach der einen Frau gesucht haben. Wirklich? Wir haben sie gefunden. Deswegen sagt der Stifte immer, macht langsam mit Frauen kennenlernen. Wobei, die haben jetzt auf dem Handy so eine App zum Frauen kennenlernen, wo sie nach links und rechts wischen. Ach, das kennt ihr? Habt ihr euch da kennengelernt bei Tinder? Ihr habt euch bei Tinder kennengelernt? Oh. Tinder, das hieß bei mir noch Flaschen drehen. Das ist ja. Da musst du dann nach links und rechts wischen und wenn du sagst, hui, dann. Und bei dir hat die Ja gesagt. Das ist. Was für ein Bild hast du da hochgeladen? So, also, ja. Die Stifte haben das auch und da sind Frauen. Als der Benzinpreis so hoch wurde, ne? Du kannst ja da einen Umkreis machen. Da haben die einen Umkreis auf 5 Kilometer gemacht. Und das waren alles Frauen bei uns aus dem Dorf. Und die kenne ich. Und die haben sich da fotografiert, als wären sie ein Topmodel. Ich sag zu den Stifte, so sehen die in Wirklichkeit aber nicht aus. Stell mal vor, denkst du, triffst dich mit Heidi Klum, kommt Cindy aus Marzahn um der Ecke. Ja. Und dann kannst du ihn nicht mehr wegwischen, dann steht der Monchichi da. Da muss ja. Musst du damit klarkommen. Lieber Gott, Tinder, da bin ich in meiner Jugend. Beim Nisbett musste ich mich noch richtig ins Zeug legen. Boah, ich habe noch damals diese Zettel im Unterricht geschrieben. Und die weitergegeben. Das war unser WhatsApp von damals. Die Zettel kennt ihr alle noch. Habe ich so geschrieben. Liebe Dauerwellen Nisbett, willst du mit mir gehen? Kreuze an, ja, nein, vielleicht. Untergeschrieben habe ich PS, wenn du meine Liebe nicht erwidern kannst, dann gib den Zettel an den Beate weiter. Ja, recycling. Aber Tisbeth, die wollte natürlich, weil die hat mich damals öfters im Freibad gesehen. Da war der Fisch im Netz. Ja, wir hatten ja damals nicht wie die Jugendliche heute so Flatterbuchse. Wir hatten Nathalie Haut in den Badehosen. Hey, und ich komme vom Dorf. Ne? Vater hat immer gesagt, HP, wenn du in Freibad gehst, dann steckst du eine Kartoffel in die Badehose. Meinst du, was die Mädchen gucken? Gut, der hätte mir sagen sollen, dass man die Kartoffel vorne reinsteckt. Aber so habe ich nicht mehr mit reinbekommen. Und unser erstes Rendezvous, das hatten wir. Es gibt in der Eifel eine Stadt, die heißt Mayen, da kommt Mario Adolf her. Und damals, Nathalie, jetzt könntet ihr in Mayen, auf dem Marktplatz, da gab es damals ein 3-Sterne-Restaurant mit 3 Michelin-Sternen. Und da gegenüber, in dem China, da war ich mit dem Lüster. Schön in den 90er, schöner China-Indis, oder? Wollen wir so die Karte angucken, fängt die direkt mit Smalltalk an. Sagt sie, HP, magst du lieber Hunde oder Katzen? Ich sage, auf welcher Seite bist du denn schon? Ich auch bei Hühnchen, ne? Aber Nathalie, ich habe mich so gut angestellt, die ist nach dem ersten Rendezvous direkt mit mir nach Hause. Ne, so oh, war das nicht, weil ich habe damals noch daheim gewohnt. Kleine Arbeiterwohnung, stockdunkel. Ach, bin ich mit dem Lisbeth auf 10 Spitzen durch die Flur. Die Tür auf die Bettkante gesetzt. So. Sag, Lisbeth, mach leise, meine Eltern schlafen. Sagst du, das sehe ich, hast du kein eigenes Bett? Nathalie. Es war sehr dunkel und ich hatte schon was getrunken. Ne? Hab ich sie rausgezogen, mein Vater war noch wach, sag ich, ja, B, frag erst, wie viel Hektar die Familie hat. Ja. Mein Vater, Liebe vergeht, Hektar besteht. Ne? Und dann bin ich. Da bin ich mit ihr in mein Schlafzimmer. Ja, nicht mein Schlafzimmer, das war das Schlafzimmer von meinem Bruder und mir. Die hatten so ein Hochbett. Mein Bruder war unten am Schloss. Da bin ich mit der hoch und hab mit der angefangen. Yay, da sagt sie, HP, du machst nicht auf BHs auf. Ich sag, was hat mich denn jetzt verraten? Sagt sie, der Bolzenschneider. Ich sag, ja, schon in einem Werkzeug. Ne? Und irgendwann, Nathalie, war da ein Gestöhne.
Also nicht von uns, sondern von meinem Bruder, weil wir sind mit dem Hochbett durchgekracht. Das romantische Spaziergänge damals, sie machen nichts hier, Tinder, direkt Treffe. Romantische Spaziergänge über die Eifelfelder habe ich mit der gemacht. Oh. Sag, guck mal, Lisbeth, eine Sternschnuppe. Jetzt darfst du dir was wünschen. Dann wünsche ich mir, dass wir beide heiraten. Ach, war doch nur ein Flugzeug. Und der Kind damals, ja, ich muss doch um die Hand anhalten. Ne? Und ihre Vater, der war früh gestorben, morgens um 8. Und der war gut, schreib mir mal auf. Und ich musste also bei meiner zukünftigen Schwiegermutter. Ich weiß, kennst du meine Schwiegermutter? Ja, so lieber mit. Ein Drachenkopf, Maritta. Die Frau ist klasse. Letztes Mal sagt sie, auch im Leben ist sie doch toll. Man erinnert sich immer an die schönen Sachen und vergisst das Schlechte. Ich sag, wer sind Sie? Wenn ich immer sterbe, dann macht ihr mit mir Einäschung oder Beerdigung. Ich sag, beides, wir gehen auf Nummer sicher. Mach mal. Nee, jetzt nicht über meine Schwiegermutter lache, weil die hat einen Unfall gehabt. Die ist beim Quatschen vom Balkon gefallen. Die ist jetzt weg vom Fenster. Also, und da muss ich jetzt auch wieder hin, weil die liegt jetzt im Krankenhaus in der Eifel, im St. Gallenstein. Na, dieses schöne Krankenhaus. Ja. Dahinter ist diese große Kirche, diese Kathedrale. Da sagt meine Frau, bevor du heute nach Reusrad Lacht fährst, du warst meine Mutter mal nicht im Krankenhaus besucht. Guck mal, heute Mittag kommt das Schlagerradio und da ist so eine Sendung für Musikwünsche. Da könntest du doch anrufen und meiner Mutter einen schönen Gruß hinterlassen und einen Musikwunsch da lassen. Hab ich gemacht, Nathalie. Es war aber wohl wieder verkehrt. Ja, Zement gebraucht. Ja, ich schon angerufen, sagt, schönen guten Tag, hier ist der Handwerker Peters. Ich grüße meine Schwiegermutter, Drachenkopf Maritta, die gestern beim Quatschen vom Balkon gefallen ist, auf dem Unterkiefer aufkam und jetzt 3 Monate nicht mehr sprechen darf. Und ich wünsche mir das Lied von Ich und Ich, so soll es sein, so kann es bleiben. Und so wie hier soll es auch bleiben. Ihr wart toll. Yay, Dankeschön. Yay. Das war für euch Handwerker Peters im richtigen Leben. Das ist kein Kamoster. Das ist echt.